Leute, wir sind zurück. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Im letzten Part sind wir hier in Goronia stehen geblieben. Wir haben uns den Helm gekauft. Leider haben wir nicht genug Rubine für den ganzen anderen Kram. Wir brauchen noch 700 plus 1200. Das sind 1900 Rubine einfach. Und die erstmal zu bekommen, das wird richtig ätzend. Wir werden als nächstes nicht versuchen, jetzt da unten hinzulaufen. Weil dann würden wir die Goronia-Quest schon starten. Und das will ich vermeiden. Weil zu den Schreien gehen wir erst später. Den habe ich noch nicht markiert, ne? Doch, den habe ich ja schon markiert. Okay. Dann können wir den wieder löschen. Wir werden als erstes zu dem Schrein da oben gehen und aktivieren. Und dann müssen wir gucken, wo wir Rubine farmen können. Weil das wird jetzt erstmal unsere Mission sein. Wir brauchen noch 1900 Rubine, weil wir brauchen leider die Flammenrüstung, um den Untergrund richtig zu erforschen. Ihr werdet später erfahren, warum eigentlich. Also warum das so wichtig ist dann. So, aber erstmal hier hoch. Damit wir uns den Schrein holen können. Und dann haben wir wieder einen Schrein mehr. So soll es sein. Damit wir auch ein bisschen vorankommen. Den Maraguzzi-Schrein. Let's go. Rein da. Mal gucken, was uns hier erwartet. Bitte kein nacktes Überlebensschrein. Weil die nackte Überlebensschreine, die finde ich halt einfach allesamt richtig, richtig nervig. Das muss halt echt nicht sein. Naja, wir gucken einfach mal. Gucken wir mal, ob es so einer ist. Glücklicherweise nicht. Runde Sache. Okay, passt. Perfekt. Ha! Nice! Nice! Oh ja, geil, Alter. Tja, easy. Dass das so einfach ist, hätte ich nicht gedacht. gibt es ja schon was zu holen? Ich meine aber nicht. Na, dann gehen wir einfach rüber. Sehr nice. Das Auto kann ruhig weiterfahren. Das wird jetzt interessant. Verstehe ich das richtig? Wir müssen das höchstwahrscheinlich zusammen machen. Und dann können wir uns darauf stellen und einfach loslegen. Jupp. Und tschüss. Tja, so schnell kann es gehen. Dann einmal hier hoch. Das ist jetzt nur nicht anstrengend. Okay, da ist ein Gegner. Ey, dreh dich mal um, Brudi. Und tschüss. Tja, das war zu leicht. Nee. Ah, ich weiß, was wir hier machen müssen. Okay. Wir schauen einfach mal, ob das klappt, was ich jetzt hier vorhab. Gucken wir einfach mal. Nice. Wundervoll. First try, Alter. Ein starker Konstruktbogen, den wir leider nicht gebrauchen können, weil alle unsere Bögen stärker sind. Und so kann der ruhig hier vergammeln. So, einmal so. Und so. Ich hoffe, dass das richtig ist. Na dann, gucken wir mal. Reicht das? Yes. Das war relativ simpel. Es war jetzt nur nicht schwer, das rauszukriegen. Und wir haben es geschafft. Schnell einen weiteren Schrein in unserer Sammlung. So soll es sein. Und jetzt müssen wir halt wirklich, wie gesagt, gucken, wo wir Rubine herbekommen. Wir bräuchten mindestens 4 Diamanten, wenn wir die ganze Feuerrüstung haben wollen. Wie gesagt, ich könnte den Duplication Glitch machen. Dann könnten wir relativ schnell Rubine, aber
Ist das in dem Let's Play gut? Was würdet ihr dazu sagen? Schreibt es mal in die Kommentare. Würdet ihr das gut finden? Ich meine nicht. Ich meine, das würdet ihr relativ langweilig finden. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wir müssen jetzt hier hin. Genau, weil da hatten wir etwas markiert. War das da oben irgendwo? Ja, ne? Nee. Es war tatsächlich in die Richtung. Ja, easy. Die haben wir gut weggeballert. So, und tschüss. Jetzt kommen sie aber. Das kannst du mal schön vergessen. Und tschüss. Tja, er ist ziemlich... Oh, oh. Oh, gut. Au, oh, oh. Der haut ja ganz schön rein, Alter. Oh, er ist schon tot. Nice. Easy. Monsterlager ausradiert. So soll es sein. Oh, meine Fresse. So, dann einmal ein Röstbar, Holzpfeil. Können wir alle mitnehmen. So, dann einmal hier. Ein uff. Der geht gut rein, Alter. Kleinen Moment. Ich wusste, dass wir den noch nicht haben. Sehr schön, ein Glutkraut. Glutkraut, eine Heilpflanze aus warmen Gebieten, etwa der Gerudo-Region. Als Kochzutat verleiht sie kurzzeitig Kälteresistenz. Mhm. Chillig. Wir brauchen einmal dieses Teil hier. Röstkrabbe. Eine Krabbe, die im Ganzen in ihrem Panzer gegart wurde. Das aromatische, zarte Fleisch macht dieses Gericht zu einer Köstlichkeit. Selbst der Panzer riecht schmackhaft. Sehr schön. Das müssten alle gewesen sein. Ja. Können wir eine weitere Waffe mitnehmen? Nee. Gut, dann müssen wir etwas da oben. Da müssen wir hin. Da haben wir nämlich einen Magma-Rock gesehen. Und den wollen wir besiegen, weil der gibt uns Geld. Und das ist gerade das, was wir am allermeisten gebrauchen können. So, wir scheißen jetzt einfach mal auf die Waffen. Wir müssen alles kaputt machen, was uns irgendwie Geld einbringen könnte. Irgendwas ist da gerade runter. Bitte lass hier ein Diamant drin sein, Alter. Nee, aber dafür Rhodonit und Topaz. Nice, damit haben wir schon mal ein bisschen eingesackt von dem, was wir brauchen. Das ist gut. Sonnen einmal hoch. Da ist er. Ich hoffe, ich habe genug Früchte. So, damit haben wir den Magma-Rock. Ja, ich habe 22. Das sollte reichen. So, komm. Ha! Nee. Ja, genau, Brudi. Ich muss unbedingt nach diesem Part einmal kurz mir Feen farmen. Alter.
So, komm. Das hat gesessen, Alter. Oh, Scheiße. Das war knapp. Dann fall mal um, Woody. Och komm, wirklich? So, komm, Konzentration. Ja, sorry, fall um. So, bitte lass dann wenigstens ein, zwei gute Sachen fallen, wenn wir dich schon besiegt haben jetzt. Oh. Zwei Rhodoniden, nee, drei sogar. Oh, hier haben wir einiges geiles Zeug gekriegt und ein riesiges Magma-Herz. Können wir das mit irgendwas fusionieren? Wir haben gerade nichts. Wir müssten mal im Menü gucken, ob wir irgendwas defusionieren wollen davon. Sehr schön. So, damit hätten wir das. Wir haben einige Rhodoniden. Damit haben wir schon einiges wieder zusammengekriegt. Helfen tut uns das aber nicht so sehr, weil wir immer noch einiges an Zeug zusammenfarmen müssen. Oh, was ist das denn? Und ich muss mir wieder Feen besorgen. Eine Truhe. Ha! Ich verbrauche eine Donnerblume und krieg zwei wieder. Passt. Ach ja, die hatten wir ja, ne? Ha! Geschafft, easy. So, die Löschexe haben wir, aber da hinten habe ich Leuchtsteine gesehen. Ich würde die gerne abfarmen. Auch wenn Leuchtsteine bei weitem nicht mehr so viel geben wie in Breath of the Wild, sind es immer noch Rubine und wir brauchen eine ganze Menge davon. Ich weiß, ich verschwende dafür, kann ich dafür irgendwas anderes verschwenden? Irgendwas, was wir nicht so dringend brauchen, das hier, ne? Manchmal kommen auch nur Feuersteine raus, die halt wirklich nutzlos sind. Ja, bald, es wird bald wieder Zeit, neue Schwerter zu suchen. Unschön. Bitte stirb. Nice, das Edelwild nehmen wir mit. Die anderen Wölfe können gerne fliehen. Da hinten sind noch neue Waffen. Weil wir waren da hinten, da haben wir welche... Oh, oh. Ach nee, ich dachte schon. Ich dachte schon jetzt, das sieht sehr nach Blutmond aus, aber glücklicherweise nicht. Hätte ich echt wenig Lust drauf jetzt. Dieses Ding hier meine ich. Ah nee, Moment, Moment mal kurz. Nach Angriffsstärke, was wollen wir denn nehmen? Sehr schön. So, jetzt haben wir ein Katana. Das Ding kann ich mal wegwerfen. Schub-Zweihänder. Ein besonders leichter Zweihänder für königliche Soldaten, der zwar zerfressen ist, aber dennoch den Ausdauerverbrauch bei aufgeladenen Angriffen senkt. Ja, und tschüss. So, was mit was verbinden wir das Ding? Machen wir hiermit. Sehr gut. Nice.
Wir haben wieder ein paar gute Waffen. So, trotzdem fehlen uns immer noch eine ganze Menge Rubine und das stört mich. Nice. Ja, genau, Buddy. So muss das sein. So, gleich mal Krogsam-Rätsel gelöst. Easy. Ne, da geht's nur wieder nach Goronia, ne? Ja, da wollen wir ja nicht hin. So, die Geoglyphen müssen wir auch noch machen. Das kommt auch noch auf uns zu. Aber trotzdem, das Beste, wo wir Rubine farmen können, ist halt hier in der Nähe des Todesbergs, wenn überhaupt. Nirgendwo anders kann man so gut Rubine farmen wie hier. Aha, da geht's. Ah, in die Höhle kommen wir noch nicht rein. Ich sehe schon. Das hat auch einen Grund, warum wir nicht in die Höhle reinkommen. Da müssen wir erst in der... Okay. Da müssen wir erst für in der Story weiter voranschreiten, bevor wir in die Höhle reinkommen. Außer er führt uns jetzt... Das kannst du mal schön vergessen, Alter. Da kommen wir doch rein, nice. Alle dead. So muss das laufen. Oh shit. Höhle unter dem Todesberg. Aha. Nein. Aha, mein Bogen fackelt ab. Genau, das war das. Dann können wir hier doch rein. Dank dem Helm. Oh, ich muss hier weg. Oh, Brudis. Ach so, er stirbt eh, weil er verbrennt. Das war ein Akt, Alter, schwöre ich euch. Meine Fresse. Aber wir haben sie alle besiegt, easy. So, aber weiter kommen wir in der Höhle nicht voran. Diese roten Felsen können wir erst wegspringen, wenn wir in der Story weitermachen würden. Und ich will jetzt aber noch nicht in der Story weitermachen. Nee, die Waffe bringt uns gar nichts. Ich wusste es, ne? Es war so klar. Noch ein Rhodonit, das ist sehr, sehr gut. Na! Oh shit. Stimmt, der macht solche scheiß Lavakugeln, ne? Tja, er ist dead. Feuerraubschleimstein. Ein Stein, der aus einem Feuerraubschleim stammt. Er bewahrt die Hitze dieses Monsters auch außerhalb von dessen Körper, was ihn zu einer nützlichen Medizinzutat macht. Und in der Truhe ist wahrscheinlich wieder nur Abfall drin, ne? Ich sehe es kommen. Oh, wer hätte das nur erwartet? Ist überhaupt nicht vorhersehbar oder so. So, damit müssten wir den Großteil der... Nein, Link, nicht wieder in die Lava reingehen. Du weißt, was dann passiert. Gut. Hier haben wir noch ein paar besondere Steine. Also einen auf jeden Fall. Wieder ein Rhodonit. Sehr gut.
Hier haben wir eine kleine Goldader gefunden. So, aber wie gesagt, weiter in die Höhle kommen wir noch nicht rein. So, das war erstmal alles. Mehr können wir hier leider nicht machen. Dann einmal hoch. Okay, geht nicht. Ab hier. Mal gucken, wo wir dahin kommen. Oha. Gut. So, dann erforschen wir mal weiter. Da steht irgendein Typ. Ah ne, das sind Vögel. Oh, Luxusgeflügel. Nice. Luxusgeflügel können wir immer gebrauchen, gerade zum Kochen. So, aber sonst ist hier nichts mehr. Noch eine Höhle wäre auch sehr, sehr geil, auf jeden Fall. Das geht auch. Zwei Topas und ein Bernstein, das ist okay. Ach, scheiße, keine Ausdauer mehr, ne? Ich bin so am Arsch. Tja. Feuer-Exalfos-Horn. Dieses Horn glüht dank der Kraft des Feuers. Koche es mit Kleingetier, um Medizin herzustellen. Mit den richtigen Zutaten kombiniert, kann es für feurige Effekte sorgen. Feuer-Exalfos-Schwanz. In diesem Exalfos-Schwanz ist die Hitze der Umgebung gespeichert. An Waffen verlängert ist deren Reichweite, ist aber auch als Medizinzutat nutzbar. Cool. Hat uns trotzdem nur wenig geholfen. Aber wie gesagt, wenn ihr Rubine farmen wollt, ist das Beste, was ihr, glaube ich, machen könnt, einfach um den Todesberg rumgehen. Weil ihr findet ihr eine Menge Erz und sowas. Und das könnt ihr dann verarbeiten. Gut, hier geht es nicht weiter. Das heißt, wir müssen in diese Richtung weiter. Also hoch. Also hoch. So, wie viele Rhodoniden haben wir jetzt? Rhodoniden bringen 210. 6, das sind 1200. Wir haben fast genug, um uns die Feuerausrüstung zu kaufen. Dann können wir endlich in den Untergrund. Und im Untergrund werden wir dann eine ganz lange Zeit bleiben. Das verspreche ich euch. Wir werden den ganzen Untergrund noch aufdecken. Oh, Krogsamen. Und hier können wir natürlich wieder uns was Wertvolles. Und wenn das jetzt ein Diamant ist, dann haben wir die Rubine voll. Ups. Leider nur Bernsteine. Schade drum. Hätte so schön sein können. Moment. Das Krogsamen-Rätsel machen wir auf jeden Fall. Jetzt muss ich ein bisschen raten, ne? So und auf jeden Fall schon mal nicht, oder? Nee, Quark. Nee, so kann das... So kann es doch auch nicht sein, oder? Doch, perfekt. Habe ich den richtigen Gedanken. Ja! Das ist der 21. Krogsamen von 500, die wir sammeln müssen. Ist das nicht nice? Ah, es wird noch richtig geil werden. Ich hab dich. Die Glutlibelle. Sehr schön. Nice. Aber leider hatten wir eine Glutlibelle. Oh, scheiße.
Oh, Kacke, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. So, bitte lass irgendwas Gutes in der Truhe sein. Bitte. War ja klar. War ja klar, nichts Gutes. Alles für den Arsch, Alter. Raubschleime können sterben gehen. Obwohl ich das immer noch sehr geil finde, dass wir hier wieder Raubschleime in dem Game haben. Nur leider zocken die uns nicht mehr unsere Schilde ab, was ein bisschen schade ist. Aha. Hier haben wir noch ein paar nice Sachen. Leuchtsteine. Den werden wir nicht besiegen. Das ist mir zu blöd. Wir werden aber hier gucken, ob wir hier irgendwas finden. Jetzt haben wir safe genug Rubine. Oh ja. Auf geht's nach Goronia und wir kaufen uns dann das Zeug. Wir kaufen uns das Zeug! Und dann können wir in den Untergrund. Das wird geil werden, Leute. Der Untergrund wird krass. Und nach dem Untergrund, da werden wir jetzt, da werden wir einige Parts verbringen. Ja, dann werden wir die restlichen Schreine machen. Dann in der Story fortsetzen, weil wir können die Schreine im Himmel alle nicht machen. Da sind uns welche versperrt. Dafür müssen wir dann die Story machen. Und dann erstmal auf zum Shop. Kaufen wir das und dann geht's los. Na, ich bin jetzt noch am Überlegen, ob wir nicht zuerst die großen Feeneimer machen. Aber ich will zuerst in den Untergrund, damit wir uns die Rüstungen holen können. Beziehungsweise die grüne Rüstung, weil ich möchte mit der Tunik rumlaufen. Kauf doch was. Das reicht nicht. Die bringen nur 110, ne? Und ich dachte 210. Ja, nee, dann komm, dann reicht das nicht. Das reicht gerade so. Ja, nice, Brudi. Sehr schön. Da haben wir ja richtig Glück gehabt. Sehr geil. Oh yes, wir haben die Feuerrüstung komplett. Damit können wir doch in den Untergrund. Chillig. Finde ich gut. So, jetzt ist halt die Frage. Gehen wir erstmal nochmal hier lang. Ich würde gerne die erste Fee markieren. Los geht's. Oh, ich glaube, wir haben noch kein einziges Wildpferd, ne? Müssen ja auch noch ein Wildpferd fangen. Wir brauchen das für Quests. Also jetzt ohne Scheiß. Das wird sonst richtig ätzen. Dann mal los. Let's go. Ich meine, irgendwo hier. Da ist auch ein Schrein. Sehr schön. Ich habe mich nicht geirrt. Den EQCU-Schrein. Aber Leute, ich werde den Part an der Stelle beenden. Wir haben das geschafft, was wir in diesem Part machen wollten. Wir haben die Feuerrüstung zusammen. Wir werden jetzt noch die erste Quest mit der Fee anfangen und dann auch wirklich in den Untergrund gehen. Weil ich möchte gucken, ob wir wenigstens eine Rüstung so ein bisschen verstärken können, damit wir ein bisschen mehr Verteidigung haben. Ich bedanke mich an der Stelle aber bei euch fürs Zuschauen. Liked dieses Video, abonniert den Kanal für mehr The Legend of Zelda Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!